Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Ein Demonstrationszug bewegte sich am Montag über die Mindener Porterstraße. Laute Sprechchöre forderten Gerechtigkeit für jeden und ein Ende von Abschiebungen. Unter den Demonstranten war auch Sinam Hasso mit ihrem 14 Monate alten Sohn Lavent Emo. Und die brachte den Grund, warum rund 200 Menschen aus ganz Norddeutschland angereist waren, lautstark zum Ausdruck. Ich will Vater von meinem Sohn! Ich will Vater von meinem Sohn! Gib ich den Kind den Vater zurück! Gib den Vater! Der Vater, das ist Fawaz Emo. Der 27-Jährige wohnte bis vor 3 Wochen in Porta Westfalica und sitzt nun in Abschiebungshaft. Bald soll er nach Syrien gebracht werden. Für die Demonstranten, von denen die meisten wie der Betroffene der kurdischen Religionsgemeinschaft der Jesiden angehören, ein unhaltbarer Zustand. Jetzt geht es darum, dass der Ehemann keinen anlässlichen Grund festgenommen wurde eines Abends und dann mit 10, 12 Beamten dann rausgezerrt wurde aus der Wohnung und muss jetzt zwangsabgeschoben werden, ist jetzt also 3 Wochen in der JVA in Böhme und dagegen protestiert jetzt die Frau mit dem Kind und das soll natürlich so nicht sein. Frau und Kind sind noch in Deutschland geduldet, die Identität des Vaters war jedoch jahrelang nicht eindeutig geklärt. Dokumente gibt es nicht, auch ein schriftlicher Nachweis über die religiöse Eheschließung fehlt. Beim Kreis Minden-Lübbecke erhofften sich die Jesiden Hilfe in letzter Sekunde. Gemeinsam mit Vertretern des jesidischen Forums Oldenburg erhielt die Mutter die Gelegenheit, Kreisdirektorin Cornelia Schöder und Rechtsdezernent Dr. Bert Honsel den Fall zu schildern. Von einem kleinen Hoffnungsschimmer sprachen die Beteiligten danach. Den Petitionsausschuss des Landtags könnten die Jesiden noch anrufen. Die Abschiebung nach Syrien halten sie nicht nur wegen der Familientrennung für indiskutabel. Dort, so sagen sie, seien Folter und Unterdrückung der Jesiden an der Tagesordnung.